Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Bibel TV. Das Gespräch. Lange ist es her, dass unser Gast zum Glauben gefunden hat. Seitdem hat er sich zur Aufgabe gemacht, diesen Glauben weiterzugeben. In Deutschland hat er damit begonnen, aber es ging ebenso nach Russland, Afrika oder eben nach Südamerika. Dort lag irgendwann sein Hauptaugenmerk, wo er gleichzeitig Menschen in Not helfen und zum Glauben führen wollte. Heute berichtet er aus seinem reichen Leben als Missionar. Herzlich willkommen aus dem Studio, Willi Buchwald. Danke. Lieber Buchwald, Missionar ist ja kein Beruf wie jeder andere. Den lernt man nicht über Berufsschule und dann so ein bisschen betriebsbegleitend oder sonst wie, sondern anders. Wie sind Sie das geworden? Ja, ich bin mit knapp 16 Jahren zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Von da an habe ich gerne schon weitergegeben, was ich nun mit Jesus erfahren habe, obwohl ich kein Redner war. Ich war sehr schüchtern, habe auch nie vorgehabt zu predigen. Was hatten Sie denn mit 16 erfahren? Ich habe Jesus als mein Heiland kennengelernt. Ich sah mich als Sünder, als verlorenen Menschen, obwohl ich meinte, gut evangelisch zu sein. Aber ich hatte noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. War da irgendwie eine Lebenssituation, wo Sie gesagt haben, ja, irgendwie, da habe ich vieles falsch gemacht, dass Sie sich als Sünder empfunden haben? In einer Jugendfreizeit, die Verkündigung war so klar und deutlich. Und durch die Zeugnisse der anderen jungen Leute wurde mir deutlich, dass ich wirklich eine persönliche Entscheidung treffen müsste. Es genügt nicht nur, dass man an mir etwas vollzieht, getauft, konfirmiert, geimpft und all diese Dinge, sondern dass man auch selber ein Ja geben muss. Ja. Und das habe ich da erkannt, sah mich wirklich als Sünder, nahm Jesus an, bekam Frieden und Heilsgewissheit. Mhm. Und von da an war alles, oder waren Sie so davon überzeugt, dass Sie dann auch gesagt haben, das möchte ich weitergeben? Schon. Also im persönlichen Leben, ja, im Beruf, in Familie und wo ich mit Leuten sprach, habe ich das sehr gerne getan. Ich bin erst später dazu gekommen, als ich in Berlin war. Ich bin damals übergewechselt von der DDR nach West-Berlin. Dazu haben mich nun verschiedene Umstände getrieben, war dann einige Jahre in Berlin, wo ich dann auch Anton Schulte kennenlernte, der noch nicht sein Werk gegründet hatte, aber schon evangelisierte. Das muss ja alles in den 50ern gewesen sein, ne? Oder? Ja, das war 1950 und danach. Und mit anderen jungen Leuten war ich unterwegs, auf der Straße, in Flüchtlingslagern, aus anderen Gemeinden auch. Da haben wir Zeugnis gegeben und manchmal habe ich sogar schon gepredigt. Man wollte mich dann von Amerika her schon in eine Mission hineinnehmen. Aber ich habe gesagt, wenn, dann will ich erst studieren, will die Bibel richtig kennenlernen. Und wollte ich gerade sagen, was ich immer so bewundere, Sie haben das gerade gesagt, dass Sie da schon gepredigt haben zum Teil. Da studiert hatten Sie es aber noch nicht. Aber nein, es kam noch nicht, irgendwie aus nein, Ihnen heraus und Sie wollten. Was ich wusste von der Bibel her, das habe ich dann gesagt, mit ganzer Überzeugung und ich staunte immer, dass die Leute sitzen blieben. Und nicht weggelaufen sind. Ja, nicht weggelaufen sind. Und dann erst gab der Herr mir Klarheit auch und Freudigkeit, in diesen Dienst zu gehen. Obwohl ich immer noch Hemmungen hatte, eigentlich vor Leuten zu stehen. Und als ich dann in der Ausbildung war, kam Anton Schulte, den ich ja vorher kennengelernt hatte, und fragte, möchtest du nicht mit mir arbeiten? Aber Geld haben wir noch nicht für dich. Aber mir wurde dann klar, ja, geh zu ihm, arbeite mit ihm. Ich war der erste Evangelist, der dann eingestellt wurde. Sie nennen sich Evangelist und nicht Missionar. Ja, bin missionarisch tätig in allen Ländern, aber man nennt es heute Evangelist. Nur manche verstehen das nicht. Die meinen, das Gegenteil vom Evangelisten sei der Katholik. Mhm. Sondern ich meine den, der das Evangelium verkündigt. Also Menschen ganz bewusst aus der Sünde, aus der Schuld herausruft. Das habe ich viele Jahre gemacht. In Sälen, in Hallen, in Zeltmissionen viele, viele Jahre, bis ich dann ins Ausland gerufen wurde. Ist das für Sie so dieser Hauptaspekt des Glaubens, weil Sie es gerade noch mal gesagt haben, aus der Sünde herausgerufen zu werden, Heilsgewissheit? Ja. Können Sie das ein bisschen beschreiben für jemanden, der davon eigentlich keine Ahnung hat? Viele glauben ja, wenn man mit dem Kopf für wahr hält, dass es Gott gibt, dass es einen Himmel gibt, eine Hölle gibt und Ähnliches mehr, das sei schon genug. Das reicht nicht aus. Die Bibel sagt, die Dämonen glauben auch und zittern. Das für wahr halten rettet noch nicht. Genauso, wenn jemand am Ertrinken ist und man wirft ihm einen Rettungsring zu,
dann genügt es nicht, dass der glaubt, der Ertrinkende, aha, das ist ein Rettungsring, sondern er muss ihn packen. Er muss ihn in Anspruch nehmen. Und so ist das mit Jesus. Es genügt nicht zu singen, zu Weihnachten, Christ, der Retter ist da. Man muss ihn in sein Leben hineinnehmen. Und er sagt ja, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Und dann habe ich das so kindlich getan und bin angenommen worden. Aber für Sie ist es dieser Aspekt, vor allen Dingen aus der Sünde herausgenommen worden zu sein, Heilsgewissheit zu haben. Weniger, man könnte ja auch sagen, Gott ist die Liebe, ich schließe mich der Liebe an und fühle mich geliebt oder so. Aber das war nicht so der Hauptaspekt. Ja, das ist auch dabei. Denn so sehr hat ja Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Er ging ja ans Kreuz, um uns zu erretten. Und das habe ich kapiert und sah darin die Liebe Gottes. Ja. Und das war ja die einzige Chance, mich aus Sünde und Verlorenheit herauszuziehen, die Liebe Gottes. Und das habe ich dann angenommen, ja. Ich bleibe noch ein bisschen grundsätzlich, ja? Bevor wir gleich mal auf ein paar Stationen gucken. Auch wenn man dann, so wie Sie zum Glauben gefunden hat, mit dieser Heilsgewissheit, wie Sie es eben gesagt haben, nichtsdestotrotz bleibt man ja ein Sünder. Ja. Ne? Also Sie werden ja heute noch ab und an mal. Ich bin ein Gotteskind, das noch sündig, ja? Ja. Aber ich bin kein verlorener Sünder mehr. Ah, okay, das ist der Unterschied. Okay. Ja. Okay. So, aus dieser Gewissheit heraus haben Sie sich dann aufgemacht. Erstmal in Deutschland sind Sie durch die Gegend gezogen, klassische Zeltmission, Evangelisation, in Gemeinden, in Kirchen, je nachdem, wo ich eingeladen wurde. Ja. Es kamen die Einladungen dann immer mehr, wie gesagt, bis nachher ins Ausland hin. Ja. Nun ist Deutschland ja ein großes Feld, da hätte man viel machen können, aber... Am Anfang Westdeutschland nur. Dann wollten Sie doch ins Ausland. Ja. Ich durch die Radiosendung, die wir mit Anton Schulte hatten, wir hatten die ersten Sendungen damals mit Anton Schulte, denn gab es noch kein Evangelium, sondern noch gar nichts, auch kein Bibel-TV. Und da haben wir schon Sendungen gemacht über Radio. Und dann kam die Einladung immer wieder von Rumänien, von Polen, Tschechoslowakei. Zu Zeiten des Kommunismus. Ah, ja. Ja, und da haben wir gute Versammlungen gehabt. Heimlich mussten wir es haben. Viele kamen zum Glauben damals. Wie wurde denen bekannt, dass sie da waren? Man hat es einfach von Mund zu Mund weitergegeben. Oft einen halben Tag vorher erst, damit die Kommunisten das nicht rauskriegen und uns hindern dabei. Und dann sind wir gleich wieder weitergezogen. Gerade als Ausländer musste man aufpassen. Waren Sie jemals in Gefahr? Oder ist das alles kann ich nicht sagen. Es war manchmal schwierig, aber ich selber hatte die Probleme nicht, sondern nur die Einheimischen, die Geschwister dort, die mussten manchmal Strafe zahlen, weil sie eben Versammlungen im Hause hatten. Mhm. Ja. Und Sie sind mit Touristenvisum oder was auch immer es da gab rein. Ja, ja, genau. Ja, okay. Sie waren weiter im Osten, aber dann waren Sie in Russland, aber das war dann schon Russland und nicht mehr Sowjetunion. Und ja, da haben Sie das ganze Land durchreist. Das war nach der Wende. Jemand sucht, und zwar der Bibelschulleiter von Moskau, Wladimir Rugasow. Er fragte nach jemandem, der helfen könnte, auch Pastoren, Evangelisten zu unterrichten in der praktischen Theologie, in der Seelsorge, auch an Okkultbelasteten. Und Schwester Gertrud Wehl hier aus Hamburg, die Zigeunergemeinden, ja, die Hütte Geborgenheit, die kannte mich. Wir kannten uns sehr gut, ich kannte ihre Eltern schon. Und sie sagte, ich weiß da jemanden. Und so kam die Verbindung zustande. Und so habe ich dann in Russland nicht nur Pastoren unterrichtet, sondern ich habe evangelisiert, ich habe auf Konferenzen gesprochen, kreuz und quer, bis hin Kamtschatka. Wie war das denn? Das war doch wahrscheinlich nicht so einfach, denn die russische orthodoxe Kirche steht dem ja nicht sonderlich freundlich gegenüber. Ja, in der Wendezeit war das nicht so schlimm. Da hatten sie noch nicht diese Macht. Da formierte man sich erst, da wurden Kommunisten erst dann zu Christen und manchmal oft leider nur zu Namenschristen. Später erst, als ich stärker wurde, da gab es dann die besonderen Schwierigkeiten. Ja. Wir haben Anfeindungen gehabt, aber damals haben sich viele neue Gemeinden gegründet, freikirchliche besonders auch lutherisch und so weiter. Aber es war eine wunderbare Möglichkeit, an die Menschen heranzukommen. Viele, viele haben Jesus angenommen. Wie haben Sie das denn gemacht? Haben Sie auch Russisch erlernt oder ging das immer mit Übersetzer? Wenn ich alle Sprachen lernen müsste, wo ich gepredigt habe, dann wäre ich heute noch am Lernen. Und wahrscheinlich wäre ich auch gar nicht gut, dann kämen manche Irrlehrer dabei heraus. Aber ich habe überall gute Dolmetscher und hier in Russland auch, der Wladimir Rugasow, der leider nun eine Lähmung hat,
für den ich viel bete. Aber er hat sehr gut organisiert und wunderbar gedolmetscht. Er hatte ja in Deutschland studiert. Er kannte das Deutsche sehr gut und war einer der besten Dolmetscher, die ich hatte in der Welt. War Ihnen was aufgefallen? Also ich meine, grundsätzlich sind wir alle Menschen. Aber ja. Gibt es in Deutschland oder Russland andere Akzente auf das, was Leute suchten, wenn sie den Glauben verkündet haben? Im Grunde haben wir alle die gleichen Probleme oder ähnliche Probleme. Es ist immer Sünde, Schuld und vieles andere dabei. Auch bei den Schwarzen in Afrika habe ich es genauso erlebt. Man muss es nur anders bringen, in ihre Situation so hineinbringen, damit die das verstehen. Ich muss immer überlegen, werden die das Beispiel verstehen, werden die die Argumentation so begreifen, wie ich sie jetzt gerade bringe. Das ist sehr wichtig. Also sich auf sie einstellen, vorher schon informieren, und ich habe das immer getan. Ja. Heißt das für Sie, dass Menschen zum Glauben finden, vor allen Dingen in Situationen, mit denen sie nicht zurechtkommen? Also weil Sie eben gesagt haben, es ist immer das gleiche Problem. Schuld, Sünde, ja. Irgendwie etwas erfahren. Und wir sprechen das ja auch an. Wir sprechen ja von Gott, wir sprechen vom heiligen Gott, nicht nur vom Gott der Liebe. Und wenn der heilige Gott klar und deutlich gemacht wird, dann ist das so, dass man merkt, dass man ein Sünder ist. Gerade wenn man von der Bibel herkommt, die Normen Gottes einmal aufzeigt, das müssen wir als Evangelisten ja auch tun. Genau wie der Arzt ja nicht bloß sagen darf, ich nimm mal die Pille oder lass dir den Bauch aufschneiden, sondern er muss sagen, wieso und warum. Und dann das Heilmittel anpreisen. Und so müssen wir das eben auch tun. Und so spreche ich auch davon, von der Liebe Gottes, aber auch, warum wir Jesus brauchen. Und überall habe ich das erfahren, wie viele Menschen waren in Not. Ich habe an Professoren gedacht damals und habe sie getroffen, die Kinder abgetrieben haben, in Russland auch, atheistische Leute. Und sie hatten ein schlechtes Gewissen. Und jetzt konnte ich sagen, hier ist einer, der nimmt dir das schlechte Gewissen. Hier ist einer, der vergibt dir deine Schuld, die du ja spürst, obwohl du den heiligen Gott noch gar nicht gekannt hast. Mhm. Und wie wunderbar war das. Die weinten vor Freude, dass sie sagten, jetzt ist die Schuld weg, jetzt kann ich wieder ruhig schlafen. Wissen Sie etwas davon, wie dauerhaft das ist? Also sind das Leute, die dann zu den Gemeinden gefunden haben und dann aber, wenn diese Situation überwunden ist, dann wieder weg sind? Oder haben sich da auch dauerhafte Gemeinden aufgebaut? Nein, wer wirklich Jesus annimmt oder sich bekehrt, wie es die Bibel auch sagt, der will ja eigentlich dann auch mit Glaubensgeschwistern zu tun haben. Jetzt geht es nicht um die Benennung, sondern da, wo die Bibel wirklich auch verkündigt wird, Gottes Wort verkündigt wird. Und da muss man jetzt nicht unbedingt eine bestimmte Konfession nennen, sondern da, wo Gott, Jesus, die Bibel im Mittelpunkt steht. Und so habe ich auch überall Geschwister gefunden in der ganzen Welt, bis bei den Indianern. Ah, ja. Die waren gläubig geworden und ich fühlte mich bei ihnen zu Hause. Die hätten früher nie einen Fremden angenommen. Sie sprechen von den Indianern Südamerikas oder waren Sie auch Nordamerika? Südamerika hauptsächlich, ja. Sollen wir noch kurz zwischendurch Afrika machen? Ja. Sind Sie immer gerufen worden? Ja. Also ich meine jetzt nicht unbedingt von Gott, aber hat jemand gesagt, hör mal, bei uns ist was los und da brauchen wir dich unbedingt? Ja, und Sie sind zum Beispiel, oder wie ging das? Ja, das Missionswerk Neues Leben Ghana, auch mal von Neues Leben ausgegangen. Jan André hat dort eine Arbeit aufgebaut in verschiedenen Ländern und der bat mich auch einige Male, bei ihm zu evangelisieren und auch Unterricht in den Bibelschulen zu geben. Er hat ja auch Schulen aufgebaut und gegründet und so weiter. Und da bin ich einige Male gewesen und habe auch mit ihm evangelisiert am Volta-Fluss, wo man immer noch an böse Geister glaubt und vor ihnen Angst hat. Das ist ja gar nicht so romantisch, wie die Leute oft denken, sondern da ist Angst vor der ganzen Zauberei. Und da nahmen Menschen Jesus an und sie wurden froh, und Gemeinden sind gegründet worden. Mhm. Ja. Sie haben das mit den okkulten Praktiken eben schon mal in Hinsicht auf Russland gesagt. Ja. Ist das ein Phänomen, was Ihnen überall begegnet ist? Ja, in der ganzen Welt. Und das ist ein Problem. Viele suchen ja darin eine Hilfe. Und sie meinen, dadurch Frieden zu kriegen oder eine bestimmte Gewissheit über die Zukunft und Ähnliches mehr. Aber letzten Endes das Okkulte, das Verborgene, das Esoterische, wie man es auch nennt, hat letztlich mit der dunklen Seite zu tun. Und die Bibel, Gott warnt davor. Und er sagt, wer damit zu tun hat, dem ist er ein Greuel, dieser Mensch. Und manche sind so gefangen und werden auch geplagt von bösen Geistern, die es ja nun wirklich auch gibt. Und da kann man eine Befreiung durch Jesus erfahren. Er macht wirklich frei.
Nun ist es ja so, dass gerade in Afrika sehr viele ältere Kulturen sind und wo dann manche christliche Kreise auch hingegangen sind und versucht haben, gerade diese Kulte mit einzubeziehen. Ja. Das ist aber eher nicht Ihre Methode. Nein, Sie überhaupt nicht. Gut, Sie sollen ja Ihre Kultur, die ja sonst eine schöne Kultur sein kann, behalten. Darum geht es ja nicht, sondern es geht um das, was Ihnen ja Not macht. Was Ihnen schadet. Nicht diese Gebundenheit an diese Mächte und an manche Riten auch. Nicht? In einer Gegend, auch selbst in Ghana, im Urwald, wo oft noch die leben, die keinen Gott kennen, müssen aber oft kleine Babys für die Geister opfern, schlachten, heute noch. Oder wenn ein Häuptling stirbt, dann verschwinden oft die jungen Leute alle. Warum? Es müssen so viel getötet werden, damit er im Jenseits eine Begleitung hat. Das ist heute noch so? Das gibt es heute noch im Verborgenen, obwohl es im ganzen Land verboten ist, aber es geschieht. Und wenn man Jesus hat, dann will man das nicht mehr. Aber das ist ja ein Beispiel dafür, wie tief diese Traditionen auch sitzen. Ja. Lässt sich das denn wirklich dauerhaft wie soll ich das sagen, austreiben, nutze ich mal dieses Wort. Wenn wirklich Mächte ausgetrieben sind, dann ist der Mensch frei. So, wenn euch der Sohn Gottes frei macht, dann seid ihr recht frei. Aber werden denn nicht die Traditionen, die Familien, der Stamm, werden die nicht sagen, hör mal, also komm mal zurück, gut, was das, die dir davon passiert. Draußen erzählt haben. Wir haben es erlebt, einer der Häuptlinge dort, den ich nun persönlich kennengelernt hatte, wir hatten einen Evangelisten dort, stationieren wollen. Wir mussten den Häuptling erst fragen, ob er es genehmigt und ob der ein Haus bauen kann. Und dann hat er gefragt, was das alles bedeutet, was wir predigen. Und sagte, oh, das finde ich gut, der soll mal kommen. Ja. Dann war ich ein Jahr später wieder da und fragte diesen Evangelisten, diesen Missionar, den Schwarzer, der die Sprache auch kannte, wie bist du mit dem Häuptling zurechtgekommen? Sagte er, der hat mich bald danach eingeladen und er nahm das Evangelium an, er ist Christ geworden. Und ganz glücklich. Aber dann kamen die anderen Stammesältesten und sagen, wir wollen keinen Christen als Häuptling und haben ihn abgesetzt. Ah, ja. Und dann hat er gesagt, das akzeptiere ich. Gut, dann ich bleibe aber Christ. Und er wurde dann krank und ist gestorben und ist jetzt im Himmel. Ganz wunderbar. Aber die bleiben dann. Wenn sie wiedergeboren sind und haben Jesus gefunden, da ist etwas Echtes. Jesus lebt. Das ist das. Haben Sie das oft auch, was ja auch sehr wirksam ist, kombiniert mit sozialen Angeboten? Immer. Oder war das ist immer? Das machen wir immer, zum Beispiel in Südamerika. Mhm. Wir haben noch jeden beim Missionswerk Neues Leben Südamerika in Argentinien. Jeden Samstag speisen wir noch viele, viele Kinder, hunderte von Kindern. So haben wir die ganze Arbeit angefangen, weil Kinder keine Nahrung hatten, verhungerten. Dann wünschten die Eltern sogar, könnt ihr uns nicht das Evangelium bringen auch? Dann fingen wir damit an, in Gegenden, wo die Polizei sich nicht hintraute. Jetzt ist zum Beispiel in einem Elendsviertel eine große Gemeinde entstanden. Das Letzte, was ich noch als Leiter tat, ich bin ja als Leiter zurückgetreten jetzt und ich habe Nachfolger gefunden, ich habe noch ein Kirchengebäude errichten lassen mit 1200 Sitzplätzen in einer Gegend, wo nichts war. Und ich habe es in Brasilien erlebt, wo ein ganzes Elendsviertel aufgelöst wurde, weil Menschen Christen wurden und nicht mehr Rauschgift nehmen mussten, nicht mehr trinken mussten, sondern anfingen zu arbeiten. Und die Christen haben sie unterstützt, ihnen Arbeit vermittelt und so weiter. Und so ist heute eine wunderbare Gegend draus geworden. Wie ist das eigentlich zu erklären? Also man kennt ja diese Bilder, aber Südamerika wird hier nun auch als der größte katholische Kontinent bezeichnet. Ja. Das heißt, eine Kirche ist ja schon mal da. Haben die dort schlecht gearbeitet, dass sie sagen, da muss ich jetzt auch noch mal hin? Oder was war? Ja, es ist oft so, dass leider vieles, auch in der katholischen Kirche, ich habe es ja beobachtet, vieles Heidnische aufgenommen wurde. Das ist nicht bei allen so. Also ich habe viele katholische Pfarrer erlebt, die so dachten wie wir auch. Und da hat man eine gute Verbindung gehabt. Aber es gab eben im Allgemeinen werden die Ubanda-Leute, die Makumba-Leute, alles, wo die Götter noch hineingenommen wurden. Das sind bestimmte Stämme, oder? Ja, also als Person, die Heilige werden angebetet. Und dann tanzen sie, da wird Magie gemacht. Und jetzt glaubt man einerseits an Gott, andererseits an die bösen Geister. Und von der Bibel her
passt das nicht zusammen. Ach, das ist das, was wir eben schon mal hatten, die Aufnahme von lokalen Traditionen in den christlichen... Ja, ja, eben. Nicht? Und da hat man das leider gemacht, vereinnahmt. Und jetzt ist eine Mischung da und die Bibel sagt, das soll nicht sein. Und die sind auch nicht glücklich dabei. Wir haben es erlebt, wie Leute dann wirklich zum Glauben kamen und sagten, also diese Sachen machen wir nicht mehr mit. Wir machen die Riten nicht mehr, wir müssen nicht mehr die Hühner schlachten und dann auf eine Kreuzung legen oder wir müssen nicht die Göttin des Meeres verehren und Gold reinwerfen oder Blumen in das Meer werfen oder in den Fluss und ähnliches mehr, sondern wir glauben jetzt an Jesus und wir haben die Aufgabe, an ihn zu glauben, an ihn anzubeten und auch wieder Menschen für Jesus zu gewinnen. Ja, Gemeinschaft untereinander zu pflegen, einander zu helfen. Nicht, da wird auch dann wirklich denen geholfen, die krank sind, die schwach sind oder wir haben Lebensmittel verteilt, Waschmittel und alles Mögliche. Und so sind die Leute vorwärts gekommen. Sind die Gemeinschaften jetzt so stark, dass sie sich auch selbst tragen? Muss von hier niemand mehr hinkommen? Ja, die Gemeinden tragen sich selber. Die spenden selber freiwillig. Keiner muss, die tun es freiwillig. Ja. Und ich meine jetzt nicht nur finanziell, sondern auch einfach geistlich. Ja, ja, alles, ja, ja. Das ist, wir unterstützen wohl das Waisenheim besonders und natürlich auch Aktivitäten. Deshalb haben wir ja in Deutschland das Missionswerk Neues Leben Südamerika, wo ich immer noch mit drin bin. Aber ich bin ja mit der Begründer. Ich bin ja als Erster drüben gewesen und habe die ganze Not gesehen. Und da wollen wir weiterhelfen und unterstützen. Und ich bin dankbar für die vielen Freunde, die hinter uns stehen, die Arbeit tun. Ja. Das Ganze klingt ja wie eine Erfolgsgeschichte, alles, was Sie da so getan haben. Hat es auch Zeiten gegeben, wo Sie gedacht haben, das ist doch nicht richtig, was ich hier mache? Richtig war es immer, weil ich das nicht ausgesucht habe, sondern das ist uns vor die Füße gelegt worden. Gott hat es getan. Es war im Grunde so, viele Leute, die mich kannten, sagten, wenn du wieder nach Südamerika fährst, kannst du mich nicht mitnehmen als Kofferträger. Ich würde gerne die Länder und auch die Mission und die Gemeinden kennenlernen. Jetzt fragten so viel, aber so viel Koffer hatte ich gar nicht. Also habe ich gesagt, dann werde ich das organisieren. Und bei der ersten Reise kamen schon 40 Leute mit. Die habe ich dann durch Südamerika geführt, durch einige Länder, in die Gemeinden eingeführt und so weiter. Haben auch das Elend gesehen. Die haben das Geld gesammelt, damit wir Land kaufen konnten. Neues Leben, das Hauptwerk hatte damals dafür kein Geld. Und so haben wir das dann aufgebaut und ist ein Freundeskreis entstanden. 10 Reisen wurden gemacht allein. Immer gut besucht und viele haben sich dahinter gestellt und die haben selbst auch wieder geworben. Ich selber habe das bekannt gemacht. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, heißt das, Durststrecken hat es nicht gegeben, denn das war jetzt auch eine Erfolgsgeschichte. Ja, Durststrecken gibt es immer mal in einer Mission, auch finanziell mal. Man muss kürzer treten, man muss... Und Sie für sich persönlich? Und Sie für sich persönlich? Ja, also ich sehe da keine Not. Ich kann auch reisen, überall hin. Die Betten gewöhnen sich immer noch an mich, bis jetzt noch, obwohl ich auf die 100 zugehe. Also das ist kein Problem. Gehen wir alle. Ja, eben. Wie ist das denn, also wenn Sie mit 16 angefangen haben, da waren Sie, Sie waren 16 und das war in den 50er Jahren. Ja. Nun hat sich ja seit der Zeit viel getan, ist ein halbes Jahrhundert oder noch länger. Mhm. Wenn Sie das heute vergleichen mit dem, was damals war, hat sich vieles an Voraussetzungen verändert? Oder müssen Sie es heute ganz anders angehen als damals? Im Grunde, die Botschaft ist dieselbe. Methoden muss man schon mal verändern. Es gab eine Zeit, ich weiß noch damals, wo Studenten von Jesus überhaupt nichts wissen wollten, von der Kirche. Das waren die 68er. Das war schon schwierig. Und dann kam die Jesus People und auf einmal brach da etwas auf. Aber ich musste in der anderen Zeit anders predigen und hier wieder konnte ich, aber es ist immer dieselbe Botschaft. Und wenn ich in Afrika bin, dann passe ich mich den Afrikanern an, damit die das verstehen, in Südamerika auch, in Russland auch. Die Beispiele nehme ich aus dem Land und so, alles was verständlich ist, das ist wichtig. Und so muss ich auch predigen, zu Arbeitern, aber die Botschaft ist immer dieselbe. Erfordert viel Flexibilität. Ja. Aber das ist mir keine große Mühe. Ich lese viel und lese auch Zeitungen. Ich weiß, was los ist, ungefähr. Und sicherlich, man muss immer noch lernen. Ich lerne immer noch. Man macht manches auch mal nicht so gut. Und da bitte ich den Herrn, dass er das ausgleicht. Und er macht das, ganz bestimmt. Schönes Schlusswort. Ja. Danke, Herr Buchwald. Danke. Bis zu Ihrem 100. Lebensjahr sind es ja noch einige Jahre. Da werden Sie noch ein paar Geschichten erzählen können. Schön. Die erzählen Sie uns dann ein andermal. Dankeschön. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.